Hey und herzlich willkommen, wir laufen mit Stella. Okay. Kann jemand. Okay. Sind mit einem Painter von einem anderen Server drin, sollte aber eigentlich funktionieren. Ich hatte ihn nach seinen Werten ausgefragt, er sagt, er hat 16k Attack, also PvE plus normale Attack. Sollte also okay sein. Muss man später mal gucken. Ich werde ein bisschen die Instanz erklären, aber nicht vollständig. Weil ich nicht alles zeigen kann, weil man dafür failen müsste. Und das muss jetzt nicht sein. Aber ich werde mein Bestes geben, auch nebenbei zu erklären, was ihr machen müsst. Also nach bestem Wissen und Gewissen. Es gibt unterschiedliche Arten, die Instanz zu spielen, das von daher. Ihr könnt den Ich bin verrückt und gleich überall durch Part machen, aber ihr könnt auch nochmal über die Fahrstühle gehen, so als Auswahl. Wie sitze ich den Mob da? Frage ich mich auch gerade. Ja, keine Ahnung. Also. Ah ja, wenn ihr Huna seht, der ein bisschen zurückbleibt, in dieser Instanz gibt es ungefähr irgendwas zwischen 2 und 5 Millionen Weißlut. Mit Hilfe zu viel? Es hat sein. Ja. Obwohl, das war während des Drop-Events. Könnte noch mittlerweile 1 bis 4 sein. Je nach Glück. Deswegen hat es durchaus einen Sinn, die Mobs hier zu looten. Aber Huna, unser Loot-Mion, macht das und gibt uns kein China davon ab. Also von daher. Wie im echten Ah ja, und ihr werdet auch manchmal in Gruppen drin sein, die einfach hier durchlaufen. Und, wieso haben wir einen Painter dabei? Ich sag nur, 30% Buff. Ist halt wichtig. Es ist so viel angenehmer, wenn ihr mit einem Painter mitlauft. Ihr macht 30% allesamt mehr Schaden. Und zusätzlich, ich habe den Painter auch gefragt, ob er den richtigen Damage-Skill hat, also den Deva, das Deva-Band. Er meint ja. Zusätzlich macht der Painter halt auch immens viel Schaden. Es gibt keinen stärkeren DD als Painter. Also wenn ihr selber sagt, nein, wir wollen keinen Painter, dann beschneidet ihr euch selber. Jede Instanz mit einem Painter leichter. Schmeißt dafür den Zork raus und nimmt den Painter rein. Nicht unbedingt den SM. Ja, SM, wir haben auch einen Debuff, der sehr viel Damage bringt. Stimmt sogar. Wir sind wichtig, damit der Painter guten Schaden macht. Mhm. Nimmt einfach keinen Kantor mit. Ja. Wow, obwohl der Kantor bufft den Painter. Wenn du halt einen kompletten physischen ja. Abgesehen jetzt von Clary, komplett physisch bist, würde ich auf jeden Fall einen Painter mitnehmen. Also Full Support Painter. Meinst du Full Support Schalter? Ja. Okay. Ich haben wir es auch geklärt. Ich hab's gemerkt. So, what the fuck, was hab ich mit dieser gesagt? Okay. Also, krieg ich noch Lied? Nö. Wichtig ist hier jetzt, dass wir erst den Boss ziehen und dann der Hebel. Oh, gib mir nicht die 3. Der Painter versteht das. Nicht. wer zieht den Hebel? Ich mach das gleich. Okay. Ich zieh? Nein, sind so, wir nicht. Noch nicht ziehen. Wir sind nicht. Wir müssen erst adden. Jetzt kommen wir von mir aus. Body hat genug Mana. Oh, ja. Erst adden, dann ziehen. Ansonsten kommt die Suppe hoch. Das ist ganz wichtig, Lektion 1. Erst adden, dann ziehen. Auf den, der jetzt hier Akku hat, kommt jetzt gleich ein Damage-Skill. Deswegen müssen wir uns eben auf die Person draufstellen. Nachdem der aufgesplittet wurde auf uns alle, können wir uns verteilen. Hauptsache, der Boss bleibt im hellen Kreis. Und wir dürfen nicht in diesen Popeln stehen. Toxic Rain ist eine Front-AOE, in der man nicht drin sein sollte. Toxic Smash ist keine Front, sondern nur ein Stun. Gott. Den man entstunnen sollte. Alle haben PvE an und Scherben an, ja? Ich will nur auf Nummer sicher gehen. So, und jetzt müssen wir weitergehen. Wichtig ist es, dass da vorne die Ads weggezogen werden und gemacht werden. Erst dann ist der Hebel da. Wenn wir den Hebel zu lange für brauchen, kommt die Suppe hoch und wir sind tot. Huna zieht den Hebel? Perfekt. Wir stellen uns so lange alle mal zu. Du kannst ruhig stehen bleiben. Nö. Jetzt kommen Explos, die wir auch kaputt machen müssen. Ansonsten, die machen enormen Schaden, wenn sie dann meinen zu explodieren. Ja, und jetzt müssen wir auf das Licht gehen, was hier durchaus an unterschiedlichen Stellen sein kann. Alle auf Nunaka drauf. Ja, ist auch nicht erkennbar. Nee, richtig. Dieser Bjat, da ist er. Ja, gut. Nicht den abkriegen. Boah, doch. Der muss echt aufpassen, dass er nicht durchläuft. Du hast nicht Aqua, aber okay.
Wie war das? Jetzt hast du Aqua. Das ja, ist okay. Wenn ich in der Suppe stehen, das wäre schon berauschend. Deswegen. Kleinen Tipp an alle SMs. Das Licht ist aus. Ist. Okay, und weiter. Kommt da jetzt noch jetzt? Nee, eigentlich nicht. Erst ab der dritten Phase. Wenn das Licht ausgeht und eine Ansage kommt, dass Heals spawnen, das ist so ein ganz kleiner Text wie der da auch, dann müsst ihr mit dem Boss laufen. Der darf nämlich definitiv nicht geheilt werden. Explos. Ja. Und ein Tipp an alle SMs, benutzt auch einen Backdraft, nicht kurz bevor der Boss meint weiterzulaufen. Gleich da hinten, okay. Sondern spart euch den auf, damit ihr, nachdem der Mana Drain kam, euch wieder an den Mobs ganz normal Mana ziehen könnt. Versuch du mal Akku zu kriegen, gleich switch dann nämlich. Okay, danke. Laufen. Da ist die Meldung, dass sie hier spawnen. Dark wants to restore his energy, bla bla bla. Lauf, du Vollidiot! Ich. Man kann die Dinger eigentlich nicht CT. Weiter, auf die Mobs, auf die Mobs, auf die Mobs. Oh, dieser Depp. Zum Glück war dein... Naja, Altern das drauf. Zum Glück, wenn ihr Kleriker seid, packt die Alterne Wunde drauf. Was für ein Depp. Hey, und ich hab schon... Vorhin jetzt gerade. Läuft er bis nach Japan. Alter. Junge, wenn du doch ein bisschen weiterläufst. You already... Ja, er hat die Explos gerade. Ui. Ja, hey, Kollege. Ich mach den. Wie schon, Kirby? Alter, das war doof wie Stroh. Kirby, das war gerade knapp. Hast du gesehen? Ja, ja, der Boden kam schon hoch. Ja. Mhm. Das ist es nämlich. Es gibt nichts Wichtigeres. Hier ist jetzt in Klammern. Ja. Wenn die Barriere runtergeht, müsst ihr den Hebel ziehen. Okay, auf den. Ja, das Ding ist, wir hatten halt auch die Explos gerade und er hat die Explos halt nicht gemacht. Sondern ich alleine. Das ist halt ein bisschen. Bruno? Wir sind zu blind. No. Popel. Danke, Huna, dass du ihn in meine Richtung gepackt hast. Bitte? Jetzt komm. So, und jetzt hat Huna Akku und jetzt läuft Huna. Und er läuft und er läuft und er läuft. Lauf, und dort, lauf, wo lauf, eben lauf. Das Licht war, spawnen jetzt die Heals. Und wir machen die Heals. Und dann läuft Huna, nachdem wir die Mobs... Oh Gott, wer hat Akku bekommen? Hat jemand Akku? Na, ich gerade kurz, deswegen. Ich hab auf einmal Akku-Switch bekommen. Ja, okay. Jetzt kannst du jetzt zurück, sind tot. Okay. So muss man das machen. Deswegen bin ich schnell wieder zurück und dann hatte ich auf einmal wieder. War ein bisschen merkwürdig. Ja, ich. Body kriegt er. Oh, Body. Da, zum Glück stand ich auf, Body. Eben auch schon halb an Explos verreckt. War auch ganz so. Es ist nicht der. Da kommen jetzt die Heals. Laufen, ich laufen, bin, laufen. Ich bin tot. Okay, der Boss ist aber auch tot. Durch Dots noch gestorben. Denn sobald das Licht aus ist, macht er keinen Schaden mehr. Eine Millisekunde später machst du noch Schaden, aber mir auch nicht. Oh, da sind übrigens die Heals und gucken da jetzt rum. Übrigens, wenn ihr lang genug kitet, können die Heals despawnen. Und, noch ganz wichtig, wenn ihr zu lange für den Boss braucht, geht er Enrage. Ja. So, und jetzt kommt hier der beste Part überhaupt. Ihr könnt, das war auch nicht ernst gemeint. Das hier ist der Sprungpart, die Rohre. Einige sagen, es ist am geilsten, wenn ihr von dem hohen Rohr auf die andere Seite rübergeht und wieder zurück, aber keine Ahnung, das finde ich bescheuert. Mein Tipp ist, wenn ihr hier rüberspringt, schaut nach oben, damit ihr nicht irgendwie runtergetrieben werdet. Das hier ist stressig. Wenn ihr runterfallt, lauft wieder hoch. Es bringt gar nichts, hier die Ads zu machen, weil die allesamt immer wieder respawnen. Von daher total unnötig. Und falls hier irgendwer stirbt, darf er vom Anfang an neu laufen. Erste. Also so, vom richtigen Anfang. Ja, ich bin gleich da. Ich muss halt erklären. Ihr könnt hier auch die kleinen Abstände allesamt ohne Flügel benutzen. Aber es ist mit Flügeln sicherer und einfacher. Oh, scheiße. Jetzt wurde ich zur Seite gebackt. Ich stand halt ohne mich zu bewegen. Ohne mich zu bewegen und wurde einfach bumm zur Seite gebackt. Ich hab's gesehen auf einmal. Also, im Video ist es... Ne? Ich bin halt einfach so, ich stand direkt am Tor, bumm, zur Seite. Ja, dass also, ich das nochmal erlebt, das Huda ist. So und der hoch. Painter dann, ne? Stirbt, ne? Fleißig. Ich krieg so viel Damage. Ja, du kriegst hier unten auch extrem viel Schaden, wenn du ganz, ganz auf. Hier hinten rum. Ich wollte sagen, wenn du ganz hinten alles addest. Das ist, selbst als Keri und als Kanto ist das ätzend. Komm schon, Keri! Wuhu, ich hab's überlebt. Dot. Shit. Hier ist ein Dot.
ungünstig. Meine Lieben, so sollte das natürlich nicht ab. Ich konnte halt wirklich gerade aktiv nichts für. Ich hatte ja richtig gemacht und putsch. Okay, ihr braucht noch einen Moment. Ich quatsche es. Ich schneide bis dann raus, bis wir es geschafft haben. Och, geht doch. Endlich! Ach, geht doch. So, in dieser Kiste gibt's Mana-Steine. Und, naja, der andere ist mir egal. Also loot ich jetzt die Kiste. Und ihr könnt jetzt, wenn ihr ganz verrückt seid, könnt ihr dahin gleiten und einmal so durchs Ganze durchgleiten. Wenn ihr auch verrückt seid, könnt ihr von diesem auf den darüber gleiten. Oder ihr könnt einfach ganz entspannt, weil eh noch Leute AFK sind, von Plattform zu Plattform euch bewegen. Das funktioniert nämlich auch. Und das ist sehr, sehr sicher. Wichtig ist, dass insgesamt 4 Leute hier rüberkommen, denn ganz am Ende ist eine Kiste, wenn wir die aktivieren, also zu viert ansprechen, wir müssen noch das Tor zu viert ansprechen, dann gibt es 3 zusätzliche legendäre PvE-VZs. Was wichtig ist. War da nicht auch eine Chance auf ein Ulti irgendwie sowas? Nee, die ist im Endboss. Aber das ist nur, wenn man Stellar Normal Mode läuft, nicht Stellar Easy Mode. Ich weiß auch nicht, ob es eine Chance ist oder ob der dort garantiert ist, keine Ahnung. Müsst ihr jetzt jemand in den Kommentaren schreiben, der Stellar NM läuft. Aber uns fehlt der richtig geile Support-Kantor und der AT oder Templer dafür. Oder halt Pascals Waffe. Ja. Damit du Aggro gegenhalten kannst. Also ich sag mal so, mir würden 200 Millionen circa fehlen, dass ich die aus dem AH kaufen könnte. Soll ich sie kaufen? Ah, ich weiß nicht. Also, musst du. Es bringt ja nichts, wenn du die kaufen tust. Ja, und dann kauft er sie mir irgendwann ab, damit sie halt nicht irgendwer kauft. Oder du schreibst die Person ab an, ob die runtergeht vom Preis her. Oder ob du Gottpakete noch zusätzlich geben darfst. So, hier, das hier ist jetzt auch tricky, auf dieses L von L zu L zu springen. Denn da könnt ihr gerne mal meinen hier. Der geht unten lang. Der hat schon aufgegeben, der ist irgendwann runtergefallen. Eben gerade, weil er sinnlos gesprungen ist. Ja, Pascal klaut mir aber nicht meine Goldpakete. Natürlich, wenn ihr runterfallt, entweder lasst euch sterben oder ihr kämpft euch nochmal komplett durch. Weiter hinter mir, gib mir einen Moment, ich springe hier eben hoch und dann zeige ich's. Da vorne, beziehungsweise hier vorne ist ein Fahrstuhl, da könnt ihr wieder nach oben, dann könnt ihr hier durch den Korridor wieder hier lang. Auf der anderen Seite, hier laufen wir auch zum dritten Boss hin. Ich bin runtergefallen, ne? Gefahren. Hä? Runtergefallen. Nee, ich bin einfach weitergefahren. Nee, ich bin runtergefallen. Achso, ja gut, dann könnt ihr neu laufen. Weil einen können wir verschmerzen, 2 nicht. Gut, dann schneide ich mal, bis alle an der Kiste sind. Huey! Einmal bitte alle ansprechen. Aufnahme wieder anmachen. Huna? Ja? Ja, ist die ganze Zeit an, ich schneide nur. So. So, dann können wir schon mal zum Boss gehen. Mal sehen, ob er unten herum geht oder unten herum. Ich hab so das doofe Gefühl, den können wir abholen gehen. Ja, glaube ich auch. Und was haltet ihr vom wenn wir in den Bossraum reingehen und sterben? Naja, abgeht davon. Ich wollte sagen, uns bringt halt auch nichts. Vor allem, was würde uns das bringen? Ja, wenn er da vorne verreckt, steht er trotzdem da vorne auf. Der kommt über den Fahrstuhl, wir müssen ihn abholen. So läuft alles auch. Sagt der lootet. Hä? Nee. Sagt der AFK rumsteht. Das hinlaufen, der zieht die Ads. Musst du gerade. Ich hab keinen Bock, dass der nochmal stirbt. Bella, trauen. Welche Internationalität ist nochmal Sidus? Keine Ahnung. Ragnar. Sind das nicht die Briten? Ragnar Franzose Sidus. Das sind die Briten. Was will dieser Teetrinker hier? Ich war dann nicht dann auch irgendwann die Türken und sowas mit dabei? Ich glaube, auf Silus ist Silus nicht ein Inti-Server? Ah, er hat die Dreier gezogen.
Hier, bevor es hops geht. Wollen nicht mal in Ruhe looten. Aber dass wir immer wieder dasselbe Drama haben, dass wir hier immer einen abholen müssen. Ja. Weil irgendwer meint, da oben die coole Socke zu markieren und halt da sonst was für einen Scheiß auf den Bereichen da oben macht. Oder weil jemand keinen Bock mehr hat. Wollen der, und. Der Sekunden nicht mal warten. Ja, ja, der ist einfach jetzt reingelaufen. Ja, nee, ich meine, lass uns doch zu ihm gehen. Oben, bei den Fortdingern. Magst du? Anstatt, ja, anstatt, dass du wartest, bis sie da sind, willst Sekunden du dann die coole Socke markieren und dann über die Dinger rüberspringen. Machst du einmal halt nach. Dann hat er es verkackt. Huna? Wie bitte? Machst du einmal uns nach, anstatt zu looten. Nein. Ich bin arm. Ich brauch Kina. So, ich weiß nicht, wer Akku hat. Ich hoffe nicht er. Er wird wahrscheinlich Akku kriegen. Nona, kennst du diese Methode mit denen an der Seite? Warst du da dabei? Na, ich weiß, ein ganz nah an der Wand tanken und immer einen Millimeter Nona Schritt. Hat nicht abbekommen. Ja, zweite Person halt. Sonst lass mich eben den ziehen. Ich kann es ruhig machen. Okay. Oh Gott. Ja, anwesend. Ich hab drauf gewartet, Laufkäppchen! Lauf vor uns! Ja, Käppchen hat meinen Dingsbuff ab, deswegen Laufkäppchen! Immer nur einen Popel setzen und dann. Du musst nicht so viel laufen. Du musst echt nicht so weit laufen. Ja, er ist deswegen. Aber er zieht ihn an Rand. Er läuft zwar bis sonst wohin, eigentlich, ihr setzt einen Popel und ihr geht einen Schritt weiter. Warum geht das aber auf nein, Spiel? Er geht einfach die ganze Zeit weiter. Aha, immerhin der Airbein geht auf mich. Na okay, okay, es passt. Jetzt bleibt dein Popel eine Zeit lang stehen, aber es passt. Von der Theorie her ist ganz okay. Mein, wir kommunizieren ja auch nicht mit ihm, also er macht das gerade von sich aus. Huna, denkt daran, Ätzne. Die sind schon gerade gemacht. Sie ziehen unseren Kleriker. Ja, dann kommen die zweiten gleich und beim zweiten kommt dann Epidemic. Epidemic auf Fonta. Fonta. Ja, sorry, ich weiß auch nicht, woher das kam. So, also ihr müsst dann, entweder der den Skill abkriegt, muss dann hinter dem Boss laufen, oder alle anderen laufen hinter dem Boss, oder der eine steht halt da, wo niemand anders ist. Boah, das steht halt so dermaßen. Die Person Kacke. Wird immer im Epidemic abkriegen. Ganz wichtig ist jetzt, dass wir nicht mehr den Front-AOE-Skill abkriegen. Also all die Epidemic drauf haben. Da darf Fonta nicht drinstehen. Ja. Und Hunter stand drin. Eigentlich nicht. Jetzt ist Wodka tot. Ja, du hast dich zu spät. Wieder das mit 3/4 des Skills. Ja, ja. Aber die restlichen paar Prozent kriegen wir auch noch ohne hier hin. Ja, ist halt blöd, wenn du und hier am Casten hast, dann... Und Epidemic, ich weiß nicht. Ach, auf mich. Ja, ich komm nicht. Das ist voll egal. Wir machen ihn jetzt nur fertig. Stehen nur nicht in dem Popel. Und ja, die grünen Dinger werden offiziell Popel genannt. Ja, ich führe das noch ein. Wir haben ja auch bärtiger Mann und so hinbekommen. Ja, haben wir. Ja. Dann loot mal. Die anderen können aufstehen. Oh, ich habe schon was Goldenes bekommen, dann passe ich mal auf das Vielleicht Goldene. Wartet er jetzt auf den Retz. Man kann in dieser Instanz sich retzen. Wer sich das fragt, wieso das lustig war. Es geht gar nicht. Null. Nirgendwo. Könnt auch keine Hand, könnt auch keine Aufstiege, gar kein gar nichts. Instanz ist unretzbar. Hier spawnen übrigens jedes Mal neue Mobs. Die alten, die spawnen, die neuen kommen. Aus. Und die hier sind dann Nolle. Hier liegen noch die Schuhe drin, ne? Leute, haben da alle gepasst? Nein, er hat die ja würfelt. Leute, und er läuft mit. Ja, egal, sind goldene. ETF, ey, aber trotzdem. Würfelt drauf, und dann... Bro! Bro, die Schuhe! Ich hab doch erkannt genug. Ey, Brudi, geh mal hin! Brudi, geh mal deine Schuhe, Brody. Alter, Mann. Brudi, schau mal deine Sneakers, du! ETF! Oh, Loot. Sowas hasse ich wie die Pest. Er hat 197 bekommen, steht am Boss dran, tut looten, aber nimmt die Schuhe nicht raus. Was ist das denn? Ja, so. So. Ja. Weißt du, das finde ich halt einfach schnell. Wir müssen looten, bevor Huna hier ist. Die Kina drin lassen. Nee, ich finde das total unlogisch, weißt du. Für was erwürfest du denn 1 von 3 Goldteilen? Dann lootest du ernsthaft das VZ-Bündel raus, aber deine blöden Schuhe nicht. Ey, ich loot gerade die ganze Zeit Nunaka, das ist ein bisschen ungeil. So. Guck mal den Nunaka. Ich will noch gehit werden. Ha, schön.
Sehr schön. Jetzt kann ich oben draufstehen. Ja. So, jetzt geht's hier ab zum dritten Boss, den wir machen müssen. Bei mir seid ihr halt beide richtig verbuggt und lauft da nur gegen. Bei mir bist du verbuggt. Bei mir auch, Kirby. Okay, halten wir fest. Die Instanz ist ein bisschen eigenartig. Jetzt einfach da. All die, die diese Instanz laufen können, die genug Gier haben, müssen sich gleich nicht um die Ads da vorne kümmern. Lauft einfach durch. Ein bisschen ungeil ist es, wenn ihr eine ID verkauft macht und ist am angenehmsten, wenn ihr eh auf den Server lauft, weil ihr dann rausporten könnt und mit der Person wieder neu mitlaufen. Und das macht es halt viel einfacher für die Person, weil die meisten, okay, einige, nicht das Gear haben, um hier die paar Ads auszuhalten. Die kriegen dann richtig auf die Hucke. Da müsst ihr dann aufpassen, wenn ihr einen ID-Verkauf macht. Und ihr könnt, wenn ihr den Boss fertig gemacht habt, nur noch die Instanz verlassen. Ihr könnt nicht mehr an den Anfang. Bitte. Genau deine Meinung. Wenn ihr nur 40 KTP habt, geht hier nicht rein. Nee. Tut das niemanden an. Warum? Bei ID-Kauf? Es gibt so unglaublich starke Hits. Ja, ID-Kauf ist das eine, aber wenn ihr normal 40 habt. Also habt ihr das eigentlich auch schon gehabt, dass wenn ihr über so eine Lücke springt, die Transfer ausläuft und ihr vom Mob getroffen werdet und direkt runterfällt? Ja. Ach, wir sollen also noch warten. Ja. Ich bin komplett bis zum Anfang runtergefallen gerade. In der Box, die da unten auf dem Boden liegt, sind die drei legendären VZs, die wir eben freigeschaltet haben, drin. Okay, jetzt kannst du looten gehen. Ja. Nein, also wie genau, was ich eben sagen wollte, wenn ihr hier reingehen wollt, ihr habt komplett legendär an. Pflicht Nummer 1. Ihr habt es auf Angriff und am besten noch TP gesockelt. Als Kleriker natürlich auf Heilverstärkung. Zusätzlich ist es noch wichtig, ihr habt das Zeug geplust. Ja? Ohne eine plus 15, auch sagen wir plus 13er Waffe, braucht ihr hier nicht reinzugehen. Wenn ihr Painter seid, ist alles nochmal ein bisschen außen vor, weil ihr auch ohne richtig Gear richtig Schaden macht. Und am besten habt ihr schon ein, zwei Teile Ulti an. Aus Prom und Makana. Verdammt. Ausnahme halt Painter. Ansonsten, ihr kriegt zu viel ins Gesicht an Schaden, ihr macht zu wenig Schaden, es wird nur schwerer und schwerer und schwerer beim Boss. Wenn man ganz realistisch ist, irgendwann sind die Leute dann halt auch nicht mehr nett zu euch. Nee. So. Die ziehen euch dann auch nicht mehr durch, weil sie dann keinen Bock drauf haben, weil wenn ihr eine aktive Behinderung seid und nur sterbt, macht es keinen Spaß. Ja, in gegierte Gruppen können zu dritt oder zu viert laufen, ja. Aber es ist ätzend, wenn man dann jemanden dazwischen hat, der durchgehend stirbt. Der Naka hat schon wieder Enkelsnare auf dich gemacht. Oh, das war toll. Airbein gehoben worden, unter den Boden geklitscht worden und stand wieder da ohne Airbein. Ist das nicht geil? Ich hasse diese Mobs hier. Und Inventarverarbeiterung, BTF. Du musst nur einfach aufhören, unseren Weißloot die ganze Zeit zu klauen. Klauen? Du lootest doch teilweise noch nicht mal, also sei mal ruhig. Also es gibt hier zwei wichtige Sachen. Einmal es gibt ein Schild und es gibt Blau. Ihr werdet beides mitkriegen, was man machen muss. Wollen wir? Okay. Wichtig ist, ihr dürft nicht in den blauen Kreisen auf dem Boden stehen, die machen konstant Schaden auf euch, ist ganz schön ekelhaft. Dann gibt es hier diese Warnung und kurz nach der Warnung kommt das erste Schild. Ihr zieht euch ein Ed ran, das muss unmittelbar hier am Rand sein, ja, das ist wichtig. Der steht im blauen. Und es hat wieder nicht geklappt, ich hasse es. Das ist übelst verbuggt, ob es... Er steht halt perfekt am Rand und es passiert gar nichts. Vor allem, er läuft gerade durch drei Alter. Blaue Kreise durch, the fuck. Blau? Blau? Ja. Jetzt müssen wir hier ans Blau rangehen. Und noch nicht, jetzt kommt der Skill. Und jetzt wieder ran. Jetzt muss man halt warten, bis das Schild aufläuft. Das ist ätzend, wenn das passiert, aber es ist manchmal so.
manchmal will er einfach nicht explodieren. Also er explodiert am Schild, aber das Schild meint einfach so, nein. Heute nicht. Wer weiß, vielleicht kann mir jemand dort einen Tricky Twick sagen. Wir haben schon geändert von, es soll beim Gladi nicht so gut gehen, zu, es soll beim SM besser gehen, aber bisher klappt es immer noch nicht. Blau? Also in meinem Charter ging das Bombe. Noch nicht. Der Skill kommt noch nicht. Jetzt kommt der Skill. Ihr dürft es definitiv nicht zu früh ziehen. Ansonsten habt ihr das Problem, dass das Schild nicht lang genug auf euch hält. Da waren noch mehrere Kill. Ja, und wir machen es normalerweise über AOE-Sune. Das heißt, alle drei sterben. Aber in Kratz sind nicht alle drei gestorben. Ja, durch Glück. Schild. Wichtig ist, zieht nicht die Grünen, die parren euch, die Roten machen euch richtig viel Schaden. Das ist echt scheiße, wenn ihr euch die zieht. Jeff? Ja, ich bring's halt direkt daneben. Direkt am Rand und er sagt einfach nur blau. So blau. Jetzt. Ihr Tor, wenn ich dann so halb dort. Jetzt hat's geklappt gehabt. Nicht schon wieder. Wir müssen die. Macht bitte die Ads, ja? Mhm. Steht da nicht nur AFK rum. Nee, ich mach die schon mal Zeit. Geh nicht AFK, Kirby. Dann Wotti heilen. Wotti, du hast damit die Roten gezogen. Boah, nee, oder? Doch. Wow. Und die Blauen. Alter. Okay, die Roten sind explodiert, ohne dass wir. Blau. Oh, ein Blauer ist noch da, also Achtung, Leute. Sind alle drei da? Jetzt! Ihr müsst verstehen, für Wotti ist das hier verdammt unangenehm! Weil ständig diese Kack-Mobs auf sie draufhauen. Gott, die kriegen das. Das sind nur noch mehr. Das sind so ein paar. Es ist halt direkt daneben, aber nein! Ich meine, noch viel ultimativ näher dran läuft er halt auch nicht. Gut, alle weg. Noch blau. Jetzt ist es kaputt gegangen, ja, danke sehr. Kaputt, los! War zu spät. Das ist auffällig, was ein Painter fehlt. Er hat die 30%. Ja, das meinte ich. War nur doof formuliert. Ja, die 30% machen einen riesigen Unterschied. Don't stand inside. Ne, der ist durch drei Schnitte durchgelaufen, so. Der Depp. Der ist nicht stehen geblieben, Kippi, der ist immer durch die drei durchgelaufen. Ja, ich weiß. Jeff, Alter, der hat dich. Was hat er nicht? Ein Makro. Hat nur Naka im Target, aber bufft nicht. Naja, er ist ja einfach durch drei Stück die ganze Zeit durchgetänzelt. Weißt du, er hat den Heal-Strahl an und tänzelt durch die drei Dinger durch. Ich denke so, ja. So toll ist sein Heal-Strahl nur auch nicht und ich irgendwann auch nicht mehr. Hat 44k durch irgendwie durch deinen Skill gekriegt, was ich ein bisschen viel fand. Das Ding ist nur auch, wenn es Shit ab ist, der zieht sich ja einfach nicht wirklich richtig TP und dadurch halt irgendwann puff. Ja, man muss nicht unnötigerweise Damage fressen. Ja, das war halt, du hast halt voll gesehen, dass es extra ist, weil du rennst nicht einfach just for fun durch drei Ringe und dann ist er halt verreckt. Ja. Hat er halt Pech, weil das ist mir dann auch irgendwann zu doof, da permanent alle großen CDs drauf zu schmeißen, damit er nicht verstirbt, weil er durch drei Dinger durchrennt oder so. Seid ihr soweit? Jo. Ja. 3, 2, 1, ruft er. Ich bin dafür, sobald die Small Disaimer im inneren grauen Kreis sind, sollten sie das Schild deaktivieren. Tun sie aber nicht. Ja, seht ihr, durch den 30% ist es so viel mehr. Schild kommt. Habe ich jetzt einen von denen Akro? Man sieht es nie so ganz. Na, dann du hast ihn. Jetzt ist er unmutbar ran. Ist weg. Jetzt hat's geklappt. Vorführeffekt. Nein, es war halt auch eben genau gleich weit Entfernung vom Boss. Mal war er weiter weg, mal war er näher dran. Blau. Jetzt. Wir müssen schon ein bisschen mit auf den Boss gucken. Problem ist nämlich, manchmal dauert das Ewigkeiten, bis er
den Skill dann auch durchzieht und bis dahin kann euer Schild wieder runter sein. Deswegen, es ist riskant, bis zum Anfang des Skills zu warten, aber es ist genauso riskant, einfach abzuwarten und ganz am Anfang Damage zu machen. Weil das Schild halt nicht sonderlich lange auf einen drauf hält und ansonsten stirbt man einfach. Das ist so der Unterschied mit einem 30%er und auch mit einem 10%er. Das merkt man gerade immens. Wieso macht er nicht erneut den 10%er drauf? Ich bin gerade ein bisschen in Meckerlaune gegen den Painter. Oder dummes. Hat man überhaupt nicht gemerkt. Nein. Nein. Ja, weiß. Das ist meins. Bin ich noch in Range? Jetzt hat er eine 100. Ja, war noch in Range. Oder? Hat der Typ eine 100 gewirbelt, weißt du? Warum, die gibt's gar nicht. Ich hoffe, dass gleich mein letztes Teil hier raustaubt. Stoffoberteil. Obwohl, Kopfteil geht auch noch. Das habe ich auch nicht, aber das habe ich ja sonst in relativ gut. Jetzt müssen wir in einen der drei Räume reinlaufen. Dort ist dann ein lieber NPC, den wir töten müssen. Erster Raum ist nicht von der Minimap her. Der ist nämlich dann geknubbelt und das ist ein zusätzlicher Mob, deswegen erkennt man ihn eigentlich sehr gut. Ich glaube, zweiter Raum müsste es sein. Vielleicht würfelt er auch auf die Brust, weil er sich denkt, das ist die Painterbrust. Ey, wie? Ich weiß, wer hier dann vollkommen ja ausflippt. Zweiter Raum ist auch. Ja. Der Mob hat nämlich nochmal zusätzlich ein paar VZs drin. Man kann es ja mitmachen. Eine drei Beutel mit Dingen. Genauso wie die erste Kiste für die Lachi-Kiste. Ich krieg halt einfach nichts ins Target. Ich krieg alle ins Target, nur nicht hier die vier. Ich kenn's. So. Wenn ihr euch gedacht habt, alter Schwede, mir werden gar keine Skills angezeigt, geht in Optionen. Gibt drei Sachen, die ihr einstellen müsst. Display Effects, alle. Engine. Schatten auf hoch. Das heißt auf an. Und einige meinen auch, man sollte Blumeffekte anmachen. Das ist bei mir nicht der Fall. Das ist nicht, also das ist nicht zwingend, auf jeden Fall. Hey, Glow. Glow. Ja, wir leuchten. Ist Glow. Achso, Blumen ist, okay. Also meine ich jetzt, also bei mir, warte mal, ich schau nochmal. Also ihr müsst dafür einen Client auf jeden Fall neu starten. Wollen wir ihm nicht sagen, dass sich ja keiner bewegt, außer der Gladys erst jetzt? Naja, Schreimer reagiert ja auch aufs Englisch nicht so, also. Na, der hat bisher kein Mal was geschrieben. Nee, ich meinte nur, weil. Bloody will move. Oh, ich hab das zum Beispiel okay. Der ist übrigens schon drin, ich muss reinkommen. Ja, ich hab's auch aus, aber das meinte ja, weiß ich nicht, ja. Also ich kann's auch nicht bestätigen. Mach die Schatten auf hoch, das ist das Wichtige. Und die Effekte auf alle. Body? Body, kommst du noch rein? Ja, ja, ich bin gerade dabei. Okay. Dann wird jetzt erst der Boss gezogen. Wir warten eine Zeit lang ab, bewegen uns nicht, weil gleich ein Pull kommt und man nach Pull immer 15 Meter stehen muss. Ja. Wir müssen gleich in die leuchtende blaue Plattform, die wir 15 Meter und sich sehen. Oh. Wir müssen nach oben rechts. Links, rechts hinten. Übrigens, viele ziehen ihn auch rechts oder links in die Ecke, weil meistens ist unten rechts die Ecke, wo er dann anfängt. So, beiläufig, also entweder in der Mitte oder links. Ich fahre dich. Okay. Ja, ist besser als im Painter. Ach, cool. Ich hoffe, dass der Painter jetzt akkurat. Ich wollte gerade sagen, stell er muss im blauen. Achtung, alle auf die andere Seite, Huna. Das war knapp. Manchmal überlebt man den Skill, an und für sich sollte man auf der anderen Seite stehen. Mein Gott, Kind, kriegst du Schellen. Ja, da steht. Gut. Jetzt müssen wir ein bisschen schauen, wo die nächste Plattform leuchtet. Ja, in der Mitte. In der Mitte, okay. Wichtig ist, ihr müsst halt echt gegenüber dem Tank stehen. Und ihr dürft nicht zu nah am Feuer stehen, sonst passiert das, was mit Huna passiert ist. Ich bin drüber gelaufen, aber währenddessen haben wir das zurückgestunt. Ah, ich krieg trotzdem noch den Parade. Na, ich wollte eigentlich ihn voran. Jetzt muss er wieder durchlaufen. Viel zu spät. Ah ja, da war's Glück, er 15 überlebt Meter. Das ist halt das Problem. Jetzt wissen wir nicht, wo es leuchtet. Rechts oder links, rechts oder links. Oh, das ist natürlich okay, hier. Und ranlaufen. Denn direkt danach geht das Feuer wieder an. Das heißt, man hat dann nicht großartig Zeit, irgendwo anders zu sein. Ich mach's halt, dass das Body nicht abkriegt. Sie muss uns wieder hochhören. Wie immer gut. Ja, ich lauf grundsätzlich zum Tank rein. Lass uns mal nach rechts stellen, Body. Links stellen. 100 durch. Ja, ich weiß, du bist gar nicht mehr da. Ich hab's mitbekommen. Ja,
nachher ist auch so eine Flitzpiepe, die dann halt stehen bleibt, weil er es überleben kann. Immer durchlaufen, Leute. Lasst es nicht riskieren. Links. Kann euch auch was passieren, dass er mal kritisch und dann zu lange dauert. Nee, der wird gleich hochgehen. Ja, wenn es zu lange dauert, geht er hoch. Er bekommt halt auch. Und wenn er hochgeht, ist es mega ätzend. Wir sind zu viert, es könnte klappen. Ich weiß noch nicht, ob der Painter überhaupt weiß, wie das geht. Oh. Ja, das Ding ist, der bekommt halt auch einfach zu viele Klatscher ins Gesicht. Ich kann dadurch halt auch keinen damit schütteln. Er ist hochgegangen. Er ist rechts. Sieht nicht so aus, als ob er einen Plan hat. Er macht halt die falsche Seite, wollte er aufmachen. Para ist noch nicht durch. Nee, Para jetzt kommt jetzt gleich. Ah nee, der ja, hier ist jetzt kommt Para. Achtung, auf mich. Ich drehe ihn mal ein bisschen weg, dass er nicht... Er hat... ich spreche hier. Ihr geht rüber, ja. Warum ist er denn... Oh. Mein Charles ist er gestorben? Ja, ich aber ja, auch. Okay, jetzt können wir sterben. Der ist zu zweit schaffen wir es nicht. Automatisch nicht. Auf die Flamme zugelaufen und hat sich toasten lassen. Nee, er muss mindestens vier Leute sein, dass zwei na, hier komm. Und zwei drüben. Na komm, lass uns in die Mitte gehen. Ja, zieht das eh noch durch, das also halt ist eh. Egal. Ja, ja, der braucht den Skill eh noch bis zum Ende. Ja. Ihr seid natürlich beide aufgestanden. Ja, auf die mal gucken, ob die Tür gleich offen ist. Steht niemals auf, bevor der Boss nicht tot ist, ansonsten kann die Tür verbuggt sein. Und man muss ausloggen. Mhm. Jetzt despawnt er. Meine Tür ist da. Okay, perfekt. Also ich bin nicht überzeugt von dem Spieler. Ja, auch nicht. Weil er noch nicht mal den 10% darauf packt. Zu selten. Er kann konstant drauf sein, ja. Der 10%. Der 10% kann die ganze Zeit drauf sein, bis er 30% wieder ab ist und dann den 30% wieder rauf. Ja. Und nur weil er zu faul ist, um durchzulaufen und es gerade so aushält, ist das keine Begründung. Das nicht zu machen, wisst ihr? Ich könnte auch stehen bleiben, aber ich mache es nicht. Du hast halt auch ein bisschen mehr TP wie er. Bei dir ist es halt nicht ganz so gravierend, finde ich, wie bei ihm, weil er dann halt echt runtertroppt und wenn er Pech hat und das Ding krittet, ist er halt tot. Ja, das eben. Und wenn noch ein paar kräftige Autotags danach kommen, ist er halt tot. Du musst halt jedes Mal richtig starke Heals auf ihn verwenden dafür. Hm. Er kriegt war halt ungünstig, dass Huna gestorben ist. Wäre Huna nicht gestorben, wäre das gerade locker gewesen. War halt auch scheiße. Ja, ich bin gerade am rüberlaufen halt und dann auf einmal frupp. Scheiße. Ja, war halt ungünstig. Ja. Ich bin ready. Wie lange habt ihr noch? 28. Oh gut, das tickt ja in einem Blick aus. Ja, der kriegt halt an sich ganz schön Schellen. Dadurch ist halt auch Damage mal meinerseits nicht so ganz drin. Mhm. Ja, nicht so viel wie normal. Ja. Always. Lasst uns einfach keine Kommentare dazu schreiben. Ist okay. Man hört, sieht das ja, dass das ein Frondikina-Artikel. Ja. Komm, wir können durch. Man sieht ja im Video, dass er nicht durchgehend 10% da draufhaut, also von daher. Wenn der 30er nicht drauf ist, ich weiß, der 30er, es können nicht beide, alles okay. Wann stellst du das Video live? Mittwoch. Okay, alle da, ich bewege mich jetzt. Und ja, wir könnten währenddessen hier Schaden machen, natürlich, aber es würde keinen Schaden auf den Boss machen. Das ist so minimal, wie der Schaden hier drauf ist. Entschuldigung. Okay, laufen. Und 15 Meter. Oben, andere Ecke diesmal. Ach, links. Fand ich gerade einfach zu gut. Niemals springen hier. Ich habe es gerade bei ihm gesehen. Niemals springen. Wenn ihr springt, wird eure Losspringposition genommen. Und das ist ganz, ganz schlecht. Sorry, Huna. Huna hätte sich bewegen können. Ja, ich mich ja auch. Kommst du durch? Check. Wohin? Okay. Ein weiter zurück. Ich pull ihn hier hin. Okay. Wow, ich bin fast ins Auto reingegangen. Wer gleich Para geht, geht durch, ne? Außer es ist Body. Oder der Typ halt. Okay, wie kriegt? Bin durch. Lol. Oder doch nicht. Der verfolgt dich durch deinen Sprung. Durch? Bin durch.
Vor allem, ich wäre halt fast ins Rote reingesprungen, das nicht können. 15 Meter. 50-50 Chance. Hier unten, hier vorne stehen, wo ich bin. Und ran. Komm her. Ich mach nur Nahkapara. Ja, Huna, mit mir brauchst du nicht mitlaufen. Ich laufe halt trotzdem. Ach, du warst das gar nicht, Entschuldigung. Ich habe nur einen Stoffi gesehen. Das war da. Peter. So, tot ist er. Was ist drinne? Wir haben nichts Tolles drinne. Okay. No Ulti. Naja. Wir haben magische Ketten. Ja, ist alles langweilig. Ich hol raus. Ich habe bisher schon... Habe ich einen Ulti-Teil? Nee, er hat. Dann lass uns einfach alle fleißig würfeln. Ulti-Teil war Sledgy. Ja, ja, meine ich. Ja, ich glaube, er würfelt komplett. Er hat noch eins gekriegt. Eine 8, bitte. Würfelt er vielleicht nochmal oder so, ja. Er würfelt jedes Mal. Er würfelt alles. Ja. Richtige kleine Kackbratze. Wenn er die jetzt, ja, guck mal, auch, weißt du, 93. Versucht ihn zu überwürfeln. Ja, 92. Oh, wow, so knapp, Wodka, so knapp. Ja, vor allem, er hat jetzt einen zweiten VZ. Ja, es ist halt einfach unfair. Macht das echt nicht. Gut, ich wünsche euch aber ganz viel Erfolg, wenn ihr lauft. Wenn ihr die Möglichkeit habt, lauft mit einem Painter, den ihr kennt. Leider sind alle Painter, die wir kennen, gestresst oder krank. Also ein bisschen doof. Lauft nicht mit Serverweiten. Gestresst, krank? Ayumi ist gestresst und spielt deswegen nicht. Und ach nee, nicht krank, sondern hat kein Internet. Genau. Ja. Und was mit dem anderen Painter ist, weiß ich schlichtweg nicht. Der ist momentan halt nicht on. Ich wünsche euch noch ganz viel Spaß und bis denn.